Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik? Heute mal etwas anders, eine andere Perspektive. Normalerweise gucken wir von da auf meinen Schreibtisch drauf und heute guckt ihr quasi meinen Monitoren über die Schulter. Der Winter geht mir allmählich auf den Sack. Und um ein bisschen sommerliche Atmosphäre hier zu streuen, habe ich mir gedacht, ich dekonstruiere für euch mal eben Miami von Will Smith. Der gute Will hat das Lied, was steht hier, 1997 auf den Markt geschossen. Und was soll ich sagen, wir kennen das Lied, es ist ein Klassiker, es hat so diesen Disco-Vibe. Und genau hier wurde ich misstrauisch, denn Will Smith ist ja bekannt dafür, dass er ein bisschen so Sachen zusammensampelt. Eine Disco-Band, nämlich Die Whispers, haben 1979 den gleichen Song veröffentlicht, nur mit anderem Text. Das war 18 Jahre vor Will Smith und der Song heißt And the Beat Goes On. Und da hören wir mal kurz hinein. Das ist Miami. Miami. Kennt man. Und das hier ist And the Beat Goes On. Es gibt nämlich in diesem Song ein paar Stellen ohne Gesang und daraus hat sich der gute Willi mit seinen Freunden Maya und Flip einfach mal die ganze Chose zusammengebastelt. Und das machen wir heute auch. Es gibt ganz am Anfang im Intro eine Stelle. Dann, wenn der erste große Gesangspart vorbei ist, gibt es einmal den und den. Dann kommt folgender Part. Hey, toll, alles ohne Gesang, da kann man ja bestimmt toll drüber rappen. Danach kommt dieser berühmte. Und das, liebe Kinder, sind alle Zutaten für ein leckeres Miami. Eigentlich ist das Tonmaterial komplett dasselbe. Wir könnten sofort losbasteln, aber es gibt noch eine kleine Hürde, die wir überwinden müssen. Und zwar folgende, achtet mal drauf auf The Whispers. Jetzt achtet mal auf Miami. Also mal abgesehen davon, dass der Willi da schon losrappt, ist das Stück langsamer und tiefer. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Wir benutzen einen kleinen Trick, nämlich einen Pitch-Shifter, der das ganze Stück einen Halbton tiefer macht. Also das kommt weg, weil wir brauchen ja nur also den Teil da schön hinschieben. Ich aktiviere jetzt den Flex-Modus. Das kennen wir ja schon von Club to Death, von dem Matrix-Dingens. Da habe ich ja genau das gleiche erklärt. Das könnt ihr euch ja vielleicht nochmal angucken bei Gelegenheit. Nun kommt der Streicher erster Teil. Ich glaube, das geht so. Der zweite kommt hier neben und dann geht's da weiter. Der muss dahin. Ah, nee, der Trick ist, das so ein bisschen überzublenden. So, und für die Strophe wird es sogar noch einfacher. Da kopieren wir einfach den Teil hier vom Anfang. Immer und immer und immer und immer. 4, 5, 6 Mal. Und dann kommt der hier. Stopp. An die Stelle kommt nämlich die Jungs hier als Ersatz. Wir könnten jetzt das ganze Zeug kopieren und nochmal an den Anfang setzen. Das war nur die eine Hälfte. Damit es sich wirklich anhört wie Miami von Will Smith, muss da noch ein Drumkit drunter, was so ein bisschen puncht und... Naja, so ein paar Feinheiten müssen dann doch noch aktualisiert, also ja, so ein paar Feinheiten heben. Vor dem Part hier muss nämlich nochmal der hier kommen. Und wie mir die Regie soeben mitteilte, auch am Anfang. Und selbstverständlich auch nochmal vor der zweiten Strophe. Ich mach mal hieraus einfach einen Summenstapel, damit ich hier einen kleinen Kompressor draufhauen kann. Nun ist es aber soweit. Wir stellen einen kleinen Ultrabeat Drum Computer her. Und schauen mal, was der für Kickdrums für uns bereithält. Nö, nö, nö. Oh, die kann gehen. Das reicht schon, das wird quantisiert und kopiert und das verteilt sich im Prinzip über den gesamten Bereich. Auch dies stecken wir einen Summenstapel, denn ich weiß, was gleich passiert. Wir müssen noch ein paar Hi-Hats und Shaker dazu aufnehmen. Aber halt, hier ist die Stelle, wo Sie die Schnauze halten müssen. Richtig? Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meiner Kamera, dass sie zwischendurch ausgegangen ist und bei mir, dass ich es nicht gemerkt habe. Als nächstes brauchen wir einen Shaker. Wir nähern uns mit großen Schritten dem großen Finale. Etwas habe ich aber noch vergessen in meinem juvenilen Leichtsinn. Ich muss noch ein Crashbecken hinzufügen. Toll! Das wird nun kopiert an diese Stelle, diese, an diese und an diese. Und an diese. Ich meine, ich hab nur Spaß gemacht. Da kommen natürlich noch Claps, kommen da noch rein. Natürlich müssen wir auch hier wieder die Stellen aussparen, bei denen diese kommen. Dann müssen wir sie vielleicht noch ein bisschen EQen, aber ansonsten sind wir ready to go.
Ah, ah, ja, 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 ah, Miami. Ah, ah, Südstrand bringt die Hitze, ah. Haha, könnt ihr's alle fühlen, könnt ihr's alle fühlen? Hört zu, ah. Hier bin ich an dem Ort, wo ich mich gehen lasse. Am Abend steht die Sonne tief wie der Bass. Jeder Tag ist wie Karneval, Party überall. Keine Arbeit, alle spielen. Okay, also trinken wir eine Kleinigkeit, machen uns an der Theke breit. Charlie und ich, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Herzen der Damen stehen regelmäßig still. Sie sehen uns von Weitem, sie so Highway. Versteht ihr, was ich euch sag mit meinem Zeug? Hübsche Menschen aller Länder, vereinigt euch. Spanisch, haitisch, indisch, jamaikanisch, schwarz-weiß, asiatisch und kubanisch. Eigentlich wollte ich mich nur 2 Tage hier rumtreiben, aber immer wenn ich komm, will ich länger bleiben. Das ist so eine Stadt, die mich magisch anzieht. Die Spanier nennen sie Miami. Party in der Stadt, wo die Hitze brennt. Die ganze Nacht am Strand und am Firmament. Willkommen in Miami. Hüpfen im Club, wo die Hütte brennt. Die ganze Nacht am Strand und am Firmament. Ich gehe nach Miami. Yo, jetzt könnt ihr noch andere Videos von mir angucken oder abonnieren. Yo, das macht Spaß, ist leicht und belastet nicht. Hey, ho, can you feel it? Can you feel it? Ah, ja, das ist der Beat. Ich kann nicht freestylen, aber das habt ihr schon gemerkt. Ich glaube, ich hör jetzt auf. Sonst wird das echt peinlich.